Weißt du, hier in Süditalien, da haben sie das ganze Jahr Sommer. Und wir warten 10 Monate, bis es endlich mal ein bisschen Sonne gibt. Der Sigillo von der Cantina in Notaio ist in Basilicata zu Hause. Und die Basilicata ist ganz, ganz im Süden von Italien, umrandet von Kalabrien und Apulien. Wird unterteilt in hügelige Landschaften, Vulkan prägt und sehr flache Landschaften. Und Il Sigillo ist klar vom Vulkan prägt. Das Weingut, die Cantina, muss man unbedingt mal besuchen, wenn man dort in der Region ist. Weil die Katakomben, die kilometerlangen Schläuche, es ist herrlich. Das Vulkangestein ist enorm aromatisch. Man könnte sogar sagen, er ist ein bisschen feminin, weil er unglaublich komplex ist, tiefgründig. Man muss ein bisschen graben, suchen. Und das macht richtig, richtig Laune. Die Sorte wird vielmal auch mit dem Pinot Noir verglichen, weil der Pinot Noir auch ein bisschen eine Diva ist, im Anbau, aber auch im Ausbau. Man sagt, wer Aglianico oder Pinot Noir kann kältern, der kann alles kältern. Ja, wunderbar, die Farbe sagt schon vieles aus. Oh, extrem cool. Oh ja. Da kommt frische, da kommt herbe, da kommt Schocke, und zwar Zartbitterschocke, 80% Zartbitterschocke. Ein Hauch Rauch steht ihm gut. Und dazu auch wieder ganz, ganz klassisch aus der Region Luganiga. Luganiga ist eine ganz fette, triefende, unglaublich würzige Wurst, wo Bart mit dem filigranen Aglianico in eine wunderschöne Ehe gehen kann. Mmh. Herrlich.